Die maritime Wirtschaft, einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Deutschlands, hat eine lange und erfolgreiche Tradition. 90% des interkontinentalen Warenaustausches erfolgt über Seewege. Die deutschen See- und Binnenhäfen sichern die Grundversorgung der deutschen Bevölkerung und Industrie. 40 Milliarden Euro Umsatz generiert die maritime Wirtschaft jedes Jahr und bietet mehr als 400.000 Arbeitsplätze. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas und insofern ist es ein sehr guter Standort für Unternehmen, die international aktiv sind und die in der maritimen Logistik ihre Geschäftsmodelle haben. Aber die Branche befindet sich heute in einem beispiellosen Umbruch. Die Energiewende und die digitale Transformation werden zur emissionsfreien Schifffahrt, zum CO2-neutralen Hafenbetrieb und zu einer nachhaltigen maritimen Wirtschaft insgesamt führen. Für Unternehmen und Investoren bieten sich viele Möglichkeiten, daran teilzuhaben. Hinzu kommt Unterstützung durch die Maritime Agenda 2025 der deutschen Bundesregierung. Sie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wachstums, der Beschäftigungspotenziale und anspruchsvoller Umwelt- und Naturschutzanforderungen. Begleitet wird sie vom maritimen Cluster Norddeutschland mit seinen mehr als 350 Mitgliedern aus den 5 nördlichen Bundesländern. Wir machen einen kurzen Turn und sehen uns das an. Hamburg ist Nordeuropas wichtigster Logistikstandort. Der Hamburger Hafen versorgt rund 500 Millionen Konsumenten und ist mehr als nur ein Hafen. Er verbindet Wirtschaft, Kultur und Tourismus. Den Verkehrs- und Warenfluss lenkt die Hamburg Port Authority und nutzt dafür digitale Lösungen. Ja, wir haben bereits 2008 den sogenannten Smartport entwickelt. Das ist der intelligente Hafen. Da werden sehr viele Sensoren eingebaut. Wir haben einen digitalen Zwilling vom Hamburger Hafen erstellt. Und all das ist am Ende Digitalisierung für den Hamburger Hafen. Die Digitalisierung bietet Firmen in ganz Hamburg vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren und die Zukunft zu gestalten. In die Zukunft blickt auch die Hamburgische Schiffbauversuchsanstalt. Hier werden für Werften aus aller Welt Schiffe und Schiffsrümpfe bzw. deren Modelle erprobt. Diese Tests helfen dabei, Schiffe so zu planen, dass sie allen Anforderungen standhalten und dabei möglichst energiesparend betrieben werden können. Die Häfen in Bremen und Bremerhaven zählen zu den wichtigsten Universalhäfen in Europa. Dort sorgt die Firmengruppe Friedrich Thiemann mit effizienter Verpackung sowie der Wartung und Reparatur von Containern für ökonomische und nachhaltige Hafenlogistik. Die Polargebiete und die Meere spielen eine zentrale Rolle im globalen Klimasystem. Das international anerkannte Alfred-Wegener-Institut forscht dafür in der Arktis und Antarktis sowie in der Nordsee und ihren Küstenregionen. Ja, seit ungefähr 40 Jahren erforschen wir Polarregionen und Meere. Ganz wichtig ist dabei auch der Transfer der Ergebnisse in die gesellschaftliche Anwendung, sodass wir zum Beispiel dieses alte Schiff, die U-Turn, derzeit neu bauen mit einem Methanolantrieb. Ebenfalls in Bremerhaven ist das Technologietransferzentrum aktiv, ein unabhängiger Forschungsdienstleister. Wir helfen unseren Partnern aus der Industrie, ihre Ideen und Innovationen in die Praxis umzusetzen. Mit dieser Anlage können wir synthetisches Methan oder synthetisches Methanol als Kraftstoffe für die Schifffahrt der Zukunft herstellen. Niedersachsens Offshore-Windenergie ist ein wichtiger Baustein für die Energieversorgung des ganzen Landes. So ist Ørsted, der Marktführer und Pionier der Offshore-Windenergie aus Dänemark, für die Betriebsführung seiner deutschen Windparks im niedersächsischen Hafen Norden-Norddeich ansässig. Die bestehende Infrastruktur mit dem nahegelegenen Flugplatz war ausschlaggebend für die Ansiedelung des international tätigen Unternehmens. Von diesen logistischen Standortvorteilen profitiert auch der Autoport in Emden. Autoport ist der drittgrößte Roll-on-Roll-off-Umschlagshafen der westlichen Welt mit mehreren Pieranlagen und wickelt bis zu 1,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ab. Und darunter immer mehr Elektrofahrzeuge. 1.500 Mitarbeiter arbeiten bei der Fassmer-Werft, bauen dort Spezialschiffe, wie das neue, umweltfreundliche Forschungsschiff U-Turn mit Methanolantrieb. Die Firma Fassmer ist ein weltweit tätiges Unternehmen. Wir sind am Spezial- und Rettungsbootsbau tätig
oder in der Windenergie und betreiben darüber hinaus eine Service GmbH, die sich um die Wartung und Inspektion dieser Produkte kümmert. In Schleswig-Holstein generiert die maritime Wirtschaft nicht nur 12% des Bruttoinlandsprodukts, sondern bietet auf vielfältige Weise umweltbewusste Lösungen. Wenn die methanolbetriebene Skandinavienfähre Germanica im Kieler Hafen anlegt, erfolgt die Energieversorgung dort zu 100% mit Ökostrom. Und der Nord-Ostsee-Kanal verkürzt die Strecke zwischen den Meeren um 460 Kilometer. Das spart Zeit, Energie und CO2. Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel, ist nicht nur Tourismusziel, sondern auch Standort von Offshore-Windkraftanlagen, die bald grünen Wasserstoff erzeugen werden. Also wir haben eine Vision, 1 Million Tonnen grünen Wasserstoff bis 2035 zu erzeugen, und das in der Nordsee. Hinter Aquavento steht ein Förderverein mit fast 70 Unternehmen und Institutionen. Wir sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern international und sind offen für Unternehmen, die daran mitwirken wollen, den grünen Wasserstoffmarkt mitzugestalten. Das Fachpersonal der Unternehmen, die sich an solch ambitionierten Projekten beteiligen, benötigt spezielle Schulungen für die Arbeit auf hoher See. Unser Hauptschwerpunkt ist die Ausbildung in Arbeits- und Einsatzsicherheit. Das ist zum einen die Windenergiebranche, Onshore und Offshore, aber auch die Einsatzkräfte der öffentlichen Hand, die sich mit Rettung und Sicherheit befassen. In Lübeck erforscht das Fraunhofer Entwicklungszentrum für marine und zelluläre Biotechnologie unter anderem, wie durch eine ökologisch verträgliche Fischhaltung die Überfischung der Weltmeere eingedämmt werden kann. Der Fokus liegt auf den Themen der Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit in der Aquakultur sowie sichere, gesunde und nachhaltig produzierte Lebensmittel aus dem Meer. Um diese Themen weiterzuentwickeln, arbeiten wir eng mit unseren Industrie- und Kooperationspartnern zusammen. Die 381 Kilometer Außenküste von Mecklenburg-Vorpommern bieten ideale Bedingungen für die maritime Industrie. 13 Hafenstandorte, darunter der Seehafen Rostock, der tiefste deutsche Ostseehafen, sind Dreh- und Angelkreuz für Passagierverkehr und Warenaustausch im Ostseeraum. Für die Offshore-Konstruktionsrohre der EEW Group und für die größten maritimen Krane der Welt von Liebherr beginnt hier der Transport zu ihren Einsatzorten. Die Neptunwerft, einer der wichtigsten Arbeitgeber in Rostock, baut Flusskreuzfahrtschiffe, Maschinenraummodule und Spezialschiffe wie Fähren und Gastanker. Und arbeitet an den Antrieben der Zukunft. In einer Versuchsanlage wird die Energieversorgung mit Brennstoffzellen und alternativen Treibstoffen für Flusskreuzfahrtschiffe entwickelt und erprobt. Gleich nebenan entsteht ein weltweit führender Standort für Unterwasserforschung. Ziel des Ocean Technology Campus ist es, die Akteure weiter zu vernetzen, Innovationen zu erzeugen und natürlich auch Wertschöpfung voranzubringen. Der Ocean Technology Campus bietet Unternehmen und Forschungseinrichtungen einen idealen Standort, um neue Technologien zu entwickeln und zu testen, die wirtschaftliche Nutzung mit Nachhaltigkeit verbinden. Dazu gehören moderne Energiesysteme und Unterwasserrobotik, genauso wie Tiefseeaktivitäten und die dafür erforderlichen Sicherheitstrainings. Die zukunftsorientierte Entwicklung der maritimen Wirtschaft mit ihren unterschiedlichsten Facetten bietet enormes Potenzial. Wie Sie dieses Potenzial und die Netzwerke innerhalb der Branche für Ihre Projekte nutzen können, dazu berät Sie Germany Trade and Invest. Wir kennen die Investitionschancen und Fördermöglichkeiten und vermitteln Kontakte zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Germany Trade and Invest.